Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was man da im Workshop. Ich habe mir noch nicht angeguckt. Also vielleicht ist ja was drin, wo ich sage, oh, das ist gut, aber ich habe mich noch nicht wirklich damit beschäftigt. Wir fahren sehr viel. Das so ein bisschen in der Story fortkommen. Weil wir doch am Anfang relativ viele Fahrten machen mussten, um überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen. Jetzt durch die paar Buslinien kriegen wir natürlich wesentlich schneller wieder Geld rein und können uns nach und nach immer einen neuen Bus kaufen. Und es ist halt mörderlangweilig, wenn du 10-mal die gleiche Strecke fahren musst. Also nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für euch. Aber jetzt lernen wir wenigstens auch mal die Stadt kennen, mit den Grafikfehlern in den Spiegeln. Oder spiegelnden Scheiben. Weil ich finde das Spiel an sich und die Idee eigentlich super. Bin aber doch jedes Mal ein bisschen enttäuscht, wie schlecht das umgesetzt wird. Wie oft du irgendwelche Fehler im Spiel findest. Das bei 16 war das schon schlimm, aber 18 ist da auch nicht besser geworden, finde ich. Das ärgert mich ein bisschen. Naja. Hier unten sind auf jeden Fall Haltestellen, die wir noch nicht hatten. Also, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Menge Haltestellen. Ich frage mich halt nur, was für eine Strecke wir gerade fahren. Hier waren wir noch nie. War bei ETS 2 auch so am Anfang. Nur die haben die Fehler rausgemacht, ne? Die hier entwickeln einfach ein neues Spiel mit neuen Fehlern. Wo haben wir denn noch ein... Also, die Strecke hier ist mir völlig neu. Völlig unbekannt. Kickstart! Jetzt rot. Das wäre eine reelle Ampelschaltung. Ja, hier unten ist noch was. Da ist ein Club. Können wir da nicht reingehen? So, so müssen deutsche Ampelschaltungen sein. Dass du auch bloß nicht weiterkommst, weißt du? Verdammten Stadtplaner! Stopp! So! Also ich finde, die hätten das Pedal bei Logitech echt mal ein bisschen breiter machen können, ne? Ich habe mal so die ganze Zeit überlegt, warum ich da immer so verkrampft sitze. Aber die Pedale sind einfach viel zu nah beieinander. Ich finde, im Auto sind die... Da kann man auch viel entspannter fahren am Auto. Hier musst du immer das Bein so gerade halten. Die Druckpunkte sind etwas seltsam. Ist hier eine abknickende Vorfahrt? Ich habe kein Verkehrsschild gesehen. Nö, ne? Das war sauber. In der Kurve Fahrspurenwechsel, genau so macht man das. Haben G29 Dito. Ich meine, an sich ist das schön, ne? So ein Lenkrad, aber... Ich finde das sehr anstrengend, hier zu fahren. Das ist, ich habe schon wieder Schweiß. Weil in meinem Auto kann ich das Bein anlegen, da muss ich nur mal so mit den Zehen ein bisschen wippen, dann gebe ich Gas. Hier muss ich mal das ganze Bein bewegen. Ich fahre jetzt einfach, das ist euch bewusst, ne? Wer jetzt reinfährt, ist schuld. Waren die Garagen nicht hier irgendwo? Ja, ne? Hier vorne. Dann sitzt du zu hoch. Das könnte sein, ja. Meinst du auch, ich sollte mir so einen Rennsessel kaufen, ne? Für Bussimulator. War schon völlig bescheuert, mir das Lenkrad zu kaufen für sowas wie Bussimulator. Weil ich ja sonst keine... Vielleicht sollte man vorher den Motor ausmachen, die Handbremse anziehen und wenigstens die Tür aufmachen. Licht können wir anlassen, die Batterie ist gut. Der neue Bus. So.
Das hier zum Beispiel verstehe ich nicht. An Bushaltestelle abgesenkt. Ich senke mich doch bei jeder Haltestelle ab. Ein Schlagloch macht einen halben Stern aus. Ihr seid aber gekloppt. Fünfmal pünktlich an Bushaltestelle. Also, die Statistik ist ein bisschen seltsam. 26 macht noch nicht so viel Geld. Ostspeiche 13 ist ein richtiger Quotenbringer. Schön. Ich spiele sehr viel Rennsim und wenn ich zu hoch sitze, bin ich nach einer Stunde erledigt. Ich habe DC Racer Sessel, die gehen sehr tief. Nicht alle. Ich weiß nicht, ob ich da reinpasse oder wieder rauskomme. Auf jeden Fall sind wir wieder im Gewinn. Ja, es könnte tatsächlich die Höhe sein. Das will ich nicht ausschließen. 14 bin ich jetzt gefahren, ne? So, was meinen die denn damit? 85% der eingestellten... Gib mir das mal. Also 85% der freigeschalteten Haltestellen sollten auf Strecken sein, die mit Fahrern Einkommen generieren. Aktuell sind es 72. Das sieht so aus, als wenn die Linie 25 kein Einkommen... Du hast aktuell 72% aller Haltestellen. Aber warum? Ja, die 2 deckt da oben alles ab. Da muss ich mir, also die 1 kann ich eigentlich löschen. Weil ob ich jetzt von links oder von rechts ran fahre, 1 und 2, da sind so die Startstrecken, die können wir löschen. Wir machen mal die 1 weg, und die braucht kein Mensch. Dann müssen wir jetzt mal eine machen, die da unten einsammelt, oder? So. Hier fahren wir raus. Dann fahren wir hier, dann fahren wir hier. So. Ansonsten sind alle gut, ne? Also das wäre so die wir fahren müssten. Muss ich mal eben überlegen, hier war der. Und dann fahren wir hier, dann fahren wir hier. Und fahren wir die Strecke mal, oder? Schön kompliziert. Können wir nehmen. Den muss ich ja eh fahren, ne? Ich habe doch keinen mehr, der jetzt frei ist, ne? Nö. Strecke 2, 26, 25, 13. Strecke 14 wird jetzt nicht bedient. Ja, wir bräuchten noch einen Bus und einen Fahrer. Wir fahren mal in der Dämmerung.
Wir aktivieren mal die Fahrkarten. Eine Rundfahrt. Bei so einer langen Strecke. Ach komm, wir machen mal eine Rundfahrt. Was soll das denn? Nee, realistische Fahrt will ich nicht haben. Ich will nicht schalten. Da muss ich ja einstellen. Komm. Ja, ja. Citaro nehme ich sehr gerne. Ich hoffe, das verteilt sich irgendwie. Das ist mein kleiner Citaro. Den finde ich eigentlich am niedlichsten. Ich hoffe, dass die andere Fahrt trotzdem stattfindet. So, einmal bitte Licht einschalten. Komm, machen wir an, sonst beschweren die sich wieder. Wir wissen ja, wie diese Leute hier sind. Wichtigste Frage? Ja, Opel funktioniert. Alles klar. So, dann rollen wir mal ganz zart aus dem Gebäude raus. Einmal ums Eck. So, da kommt keiner, da kommt keiner. Dann können wir hier runter, ne? Schön stehen bleiben, wenn der Bus kommt. So, kein Umnieten. Das kostet immer so viel Geld, das ist das Schlimme, dass da immer gleich Geld abgezogen wird. Nur weil du mal einen Menschen umfährst, weißt du? Was unrealistisch ist, als ob mich das Geld kosten würde. Ich hatte schon überlegt, ob vielleicht eine VR-Brille hier sinnvoll wäre. Aber ich frage mich, wieso erzeugt... Ja, wieso erzeugt diese Haltestelle denn kein, Geld, wenn hier aber doch ein Bus hält. Ne? Das ist ja die Frage. Ich glaube, Sie blockieren die Tür. Wer? Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ach, jetzt geht das wieder los. Wer hat das denn eingeschaltet? So, was möchtest du denn haben? Wochenfahrkarte Senior 2. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Natürlich. Einzelfahrkarte Senior. Bitte sehr. Ich hab's leider nicht größer. So, hier einmal Fahrkarte. Fahrkarte. Du gehst und mal bitte weiter, Opa. Katze. Ja, die interessiert mich. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Fahrkarte. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. So. Die rauschen einfach an mir vorbei. Hallo Siri, ich grüße dich. Na, wie ist die Lage? Lass mich raten, es gibt Pizza. Sag ich doch. Es gibt immer Pizza. Die kommen nicht auf die Idee, vielleicht mal ein kleines Reisgericht zu kochen, ein kleines Risotto oder so. Das ist hier viel zu viel Arbeit. So, darf ich jetzt auch mal fahren? Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Doch, mit der Ziege. Hans und die Ziege. Darf ich auch fahren? Fahr einfach, komm. Pizza geht immer, ja. Ich bin nicht so der Pizzamensch. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Da ging es um eine Ziege und Hans. Wobei ich ehrlich gesagt meine Pizza auch lieber selber mache. Ja, entschuldige, ich war abgelenkt, Siri hatte geschrieben. Sehr pünktlich, nämlich, wir danke. Haben gegrillt. Stück Fleisch und Kroketten. Muss reichen. Du hast Kroketten gegrillt? Eine Fahrkarte, bitte. Ja, sehr gerne. Was möchtest du denn haben? Eine Tagesfahrkarte Standard 1? 3,50 Euro, 70, 80. Danke. Nein, Kroketten kamen aus dem Ofen. Alles klar. Ich habe jetzt schon zwei Tage kein Fleisch mehr gegessen. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Na klar. Hier, bitte. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ach, Oma, richtig doch nicht so auf. Bei mir gab es gestern nur Spargel und Kartoffeln. Schön mit Schnittlauch ein bisschen drüber. Landwirtschaftsstraße.
Bisschen Hollandaise. Natürlich nicht selber gemacht, ist klar. Schön aus dem Tetra. Und heute fast ein Kilo zugenommen gehabt. Zu viel Kartoffeln, habe ich das Gefühl. So, Oppi geht über die Straße. Fahren wir den besser nicht um. Was machen wir mit dem in grün? Der geht auch über die Straße, oder? Nee, der geht nicht über die Straße. Dann können wir ja Gas geben. Komm, schnell. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Ja, da kam ein Schaf drin vor. Oder ein Ziege. Ich weiß es nicht mehr genau. War das jetzt Dolly Buster oder Dolly das Schaf? Oder ich weiß es doch auch nicht. So. Ja. Nee. Muss sie nur döppeln, dann geht das. Nach ein paar Minuten bleiben die im Wasser schwimmen. Was? Der Fussel ist nämlich Experte für Katzen. Und der geht da total liebevoll mit um. Mit jeder neuen Katze, die er kriegt. Nein, ich habe keine Katze. Ich habe gar keine Haustiere. Außer vielleicht ein paar Wollmäuse oder. Ich hätte ja auch keine Zeit, weißt du. Ich bin ja am Stream und YouTube und. Da fällt mir ein, ich habe heute wieder ein Video vergessen, oder? Ich verwechsle immer die Haltestellen. Ja. Ach, fick dich doch ins Knie, du Scheißschlagloch. Dieser Beruf macht mich aggressiv. Auch wieder ein Schlagloch oder einfach nur eine Kackstraße? Wieso werde ich dafür schuldig gesprochen, wenn da Schlaglöcher sind? Das verstehe ich nicht. Da kann ich doch nur wirklich nichts zu. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Das kenne ich. Tschüss. Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Was möchtest du denn haben? Eine Einzel-, Standard-, naja. 2,50 Euro, 70, danke. 80, oh, bitte. Das hat sie gemeint. Sind wir alle drin? Kann ich euch einschließen? Guten Tag, einmal bitte die Fahrausweise. Hier. Habe ich Ihnen schon hier ist die Fahrkarte. Ja, ich habe mir aber nicht gemerkt, wer ihr seid. Tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Oh, übrigens, Schwarzfahrer, deswegen mache ich das. Oh, gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad. Ja. Dann die ganze Nacht im alten Sägeberg Party gemacht. Mit Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Darf ich jetzt auch mal fahren? Na gut, wenn du da stehen bleibst. Ja, mal gucken, wie. Die Strecke wird ja lang hier. Das ist ja eine sehr, sehr lange Strecke. Danach brauche ich, glaube ich, erstmal Pause. Hab grad eine Nachricht bekommen. Und? Was ist Beethovens? Oh nein. Ananas. Oh. SMS müssten verboten werden, wenn die so einen Inhalt haben. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Aber müssen Sie denn spoilern? Nächster Halt, zum Heuschober. Hab ich noch nie gehört. Mit der Ziege. Tschüss. Ciao. Eine Fahrkarte bitte. Sehr gerne, was möchtest du denn haben? Eine Tagesfahrkarte Standard? Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel-Senior-Stück. Danke. Bitte. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige sogar. Einzelfahrkarten, Standard 2. 60 Cent. Haben wir sie alle? So, und ich muss mal eben Ihre Fahrkarten kontrollieren. Danke, danke, ja, nicht diskutieren. Hier, ich hatte schon Schwarzfahrer heute. Hab ich denn? Ich habe Ihnen meine Fahrkarten. Klar. Hier. So.
Ja, ich hatte Schwarzfahrer, da müssen wir drauf aufpassen. Immer das gleiche. Immer dieses Genöle.